Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Freut mich. Wir machen heute mal nicht ganz was mit Charmpacks, aber ihr könnt es auch mit Charmpacks machen. Guten Abend. Ja, ich freue mich langsam jeden Dienstag. Routiniert sich langsam so, ne? Ist schön. Hallihallo aus. Ja, fast Nürnberg. 3 Kilometer oder 4 Kilometer haben wir bis zur Stadtgrenze. Also sind wir noch Land. Auch schön. Warten wir noch ein bisschen, bis alle, die kommen wollten, eingetrudelt sind. Oh, da kommen Herzchen. Hallo. Da, ich muss euch mal ein bisschen hochschieben und mal ein bisschen umpositionieren, weil wir filmen jetzt seit neuestem mit 2 Kameras, damit wir das dann, ja, ne? Aus dem UFO-Abend ist ja mittlerweile ein, ja, irgendwas Nähabend geworden. So, bisschen besser positioniert. Ja, schön, aus Regensburg. In der Nähe wohnt meine Mama. Der habe ich letztens auch gezeigt, dass ich jetzt Videos mache. Da war sie ganz baff. Guten Abend und ich freue mich sehr und bin gespannt. Ja, ich bin gespannt, was euch gefällt. Da hinten ist schon mal. Ich habe nämlich heute vor, euch einen, ja, einen Quilt oder beziehungsweise einen Quilt-Top. Man kann natürlich auch ein Kissen draus machen oder, ja, was kann man noch machen? Tischläufer, ein Taschenteil von der Tasche. Also da ist ja mit so einem Block alles Mögliche offen. Und wir machen das nur aus 2 Stoffen, weil man kann es natürlich mit mehreren machen, dann wird es aber ein bisschen unruhig und kriegt vielleicht auch eine andere Optik, aber man kann es natürlich auch aus Reststoffen oder so weiter, ich muss mich mal besser hinsetzen, aus Reststoffen oder so weiter mal probieren. Das könnte sein, dass es dann ein bisschen unruhig fürs Auge wird. Müsst ihr einfach mal vielleicht erstmal auslegen. Aber ich mache es jetzt grundsätzlich mal, mache ich diese Art von Muster gern aus 2 verschiedenen. Und da wir ja in letzter Woche ganz viele Hundestoffe bekommen haben und ja, die Dame schläft schon wieder. Da mein Hund keine Decke hat, keine selber genähte, habe ich mir gedacht, der braucht auch mal eine, weil die liegt ja immer mit mir am Sofa. Und das Sofa muss ja geschützt werden, weil sonst, wir haben so ein weißes Ecktorp. Also wir, der Hund und ich. Der Rest der Familie sitzt nämlich im Wohnzimmer. Ich habe das gute Glück, dass mein Nähzimmer relativ groß ist, dass da noch ein Sofa reinpasst, weil ich schaue auch immer ganz andere Sachen im Fernsehen als meine Familie. Und da ist es immer ganz passend. Und deswegen der Hund und ich, wir haben ein eigenes Sofa. Und da habe ich mir gedacht, sie kriegt jetzt mal eine eigene Sofadecke. Also ich habe mir ausgesucht, hallo Anna, guten Abend. Ich habe mir ausgesucht, einmal die Dackel, also sie ist kein Dackel, sie ist ein Terrier-Mix. Aber sie wird die Dackel vertragen, weil unser Nachbarshund, der ist ein Dackel. Und der hat sie ganz arg lieb. Sie hat ihn nur manchmal lieb. Kommt immer darauf an, wie die Tagesform ist, aber er hat sie immer lieb. Genau, einmal mit den Pfoten und einmal mit den Wuffis. Die sind auf der anderen Seite, gibt es ja auch noch mit Hochsuchen. Mit Pünktchen und Streifen. Haben wir auch in Blau. Und noch ganz viele andere Hundestoffe, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Aber die sind total süß und total toll. Und ja, da zeige ich euch jetzt mal, wie man diese beiden Blöcke näht. Im Grunde genommen sind sie beide gleich. Und sie wechseln halt immer bloß ab. Einmal ist der eine in der Mitte und der andere außenrum und umgekehrt. Und es gibt einen kleinen Clou bei der ganzen Sache, weil die haben nicht hier rechts, links, oben, unten, sondern wie ihr seht, der geht durch, dann geht wieder der hier durch und dann geht wieder der hier durch. Also die sind einmal ringsrum genäht. Das ist auch ein Vorteil, wenn man die dann aneinander näht. Seht ihr das so?
dann muss man nicht aufpassen, dass man diese Nähte hier trifft, weil sonst sieht das manchmal ja komisch aus, wenn diese Nähte hier dann so verrutscht sind. Und dann, ja, ich finde, das Auge hat dann ein bisschen Unruhe. Und das ist bei dieser Art von Streifenrand anzunähen eben überhaupt nicht wichtig. Und da kann man dann nähen, wie man möchte. Da fällt es dann gar nicht auf. Fangen wir mal an mit den Maßen. Also meine Hundedecke ist auch eine gute Kindergröße, sage ich mal. Meine Hundedecke soll 1,12 mal 96 werden. Ich dachte mir am Anfang so 1,15 mal 90, aber zum Ausrechnen kam dann raus, weil die Blöcke haben eine bestimmte Größe ja, und dann kam eben raus 1,12 mal 96. Wer wird das bei mir? Ihr braucht, wenn ihr das in der Größe, jetzt zum Beispiel für einen Hund, für die Katze oder für Babys, braucht ihr von jedem der Stoffe einen Meter. Und dann brauchen wir von den weißen Quadraten brauchen wir 21 Stück. Ich hoffe, ihr habt zum Schreiben, falls ihr mitschreiben wollt. Ich mache euch auch wieder eine Übersicht. Von dem Täschchen habe ich es noch nicht geschafft. Da ist schon wieder so viel dazwischen gekommen. Aber morgen habe ich eigentlich meinen Bürotag, meinen freien Ladentag, und da wird dann die Anleitung von dem Täschchen vom letzten Dienstag auch in Schriftform noch kommen. Also gut, ich hoffe, ihr habt zu schreiben. Wir haben also 1,12 mal 96 am Ende, und für die Mittelquadrate brauchen wir pro Farbe 21 Stück, und die sind jeweils 11,5 mal 11,5 Zentimeter. Und jedes Mittelquadrat bekommt vier Streifen außenrum. Und da brauchen wir dann 84 für diese 21 Mittelquadrate. Und die 84 sind groß 4,5 mal 14,5. Das sind die Streifen, die außenrum kommen. Das gleiche passiert dann hier auch. Also von den roten brauchen wir auch 21 Stück in 11,5 mal 11,5. Und dann brauchen wir weiße Streifen außenrum, 84 Stück in 4,5 mal 14,5. Dafür, wie gesagt, brauchen wir pro Farbe einen Meter. Dann kommen wir auf diese Größe. Jetzt kann man das natürlich auch mit den beliebten. Ich habe mir jetzt einfach mal den genommen, der liegt bei mir zu Hause rum, weil ich was nähen möchte. Hier die Nachtaktiven, ne? Nocturnals. Diese könnte man jetzt auch nehmen. Da habe ich jetzt gar nicht ausgerechnet, wie viel Meter ihr braucht. Also, wo ist mein da? Das Handy ist der Taschenrechner. Okay, also ihr braucht auf jeden Fall diese ganzen 42 Stück. Und ihr braucht Streifen für jedes außenrum, braucht ihr dann 84 Streifen, also insgesamt, ja, ihr habt ja dann eins, also braucht ihr dann, ich würde mal zwei verschiedene Stoffe nehmen beim Charmpack, so wie hier auch, weil dann habt ihr innen die Charmpack-Quadrate, und wenn ihr jetzt nämlich jedes Quadrat mit dem gleichen Stoff umkreisen würde, würden die ja aneinander liegen, und dann wäre hier in der Mitte zu viel, also zu breit. Und deswegen würde ich mal auch wieder zwei Stoffe nehmen, und deswegen brauchen wir dann pro Stoff 84 Streifen in 2 Inch mal 6,5 Inch. Also das dann 168 Stück insgesamt, um diese 42 Quadrate aus dem Charm Pack zu umnähen. Wie gesagt, ich würde zwei verschiedene nehmen und nochmal 2 Inch mal 6,5 Inch. Und kann es leider nicht rechnen, aber ich tue es euch in der Übersicht, die ich euch dann in den Shop stelle, nochmal ausrechnen, wie viel Meter oder wie viel Inch ihr da oder wie viel Yard ihr da braucht, um das mit dem Charm Pack zu nähen. Wie gesagt, beim Zentimeter brauchen wir jeweils einen Meter. Und immer schön aufpassen beim Charm Pack, wenn ihr das dann näht mit den Inch, dass ihr auch den Inch-Fuß drin habt und bei den Zentimeter-Sachen den Zentimeter-Fuß. Mir ist es nämlich letztens so gegangen bei dem Schnappi, den ich heute früh hochgeladen habe. Ich habe mir nämlich gedacht, was ist denn daran schief?
Ich habe in Zentimeter zugeschnitten und auch in Zentimeter gemessen, aber den Inchfuß drin gehabt. Und deswegen hat es immer überall nicht gepasst. Und ich habe mir schon gedacht, also irgendwie. Ja, nein, ich hatte nicht ein Glas Sekt zu viel. Ich habe leider bloß den falschen Nähfuß drin gehabt. Gut, also wir schnappen uns jetzt so ein weißes Quadrat und schnappen uns mal den ersten Streifen und nähen. Nachher reden wir auch noch über die Fliese, die da reinkommen, weil das ist ja immer die Frage bei uns im Laden. Oh Gott, Entschuldigung. Das ist ja immer die Frage bei uns im Laden. Was für ein Vlies brauche ich denn? Und dann kommt von mir die Frage immer, was wollen Sie denn damit machen? Das ist nämlich immer der Grundgedanke dabei, weil man kann nicht einfach irgendein Vlies nehmen für alles, sondern jedes Vlies hat ja irgendeine Daseinsberechtigung. Und deswegen reden wir nachher auch noch über die Fliese, die wir nehmen könnten für Quilts. So, also wir legen jetzt rechts auf rechts den Streifen, der hängt da unten über, das ist auch gut so. Und dann nähen wir einmal von hier bis ungefähr hier. Also hier lassen wir offen, weil da müssen wir später noch rein. Aber jetzt nähen wir erstmal von da nach da. Nähe mal und dann zeige ich euch, wo ich offen gelassen habe. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Oh nee, nicht Wochen, Wochenende. Das war ja relativ stürmisch. Bei uns im Laden, wir haben jetzt keinen Schirm. Wir hatten früher immer einen Schirm draußen stehen, so als Erkennungsmerkmal, dass wir offen haben. Jetzt hat mein Mann eine Fahne designt, aber selbst die hat's umgehauen. Also schaut her, wir haben jetzt an der Kante angefangen zu nähen und bis hier vorne und hier ist aber noch offen. Also ungefähr so 2 cm habe ich offen gelassen, weil da wollen wir später noch rein. So, jetzt tue ich die Nähte auseinander machen. Na, ich habe irgendwo den Roller rumliegen, da. Also da walzen wir die jetzt mal auseinander, den Nahtroller. Ich finde den immer ganz praktisch als Bügelersatz. Und jetzt brauchen wir den nächsten roten Streifen. So, den nähen wir jetzt aber nicht an der Kante an, wo wir es offen gelassen haben, sondern den nähen wir hier an der Kante an, wo wir es bündig, wo wir angefangen haben zu nähen. Ne, also da habe ich jetzt den Streifen angelegt. Hier unten steht es immer noch über. Das bleibt auch erstmal so. Jetzt nähen wir den nächsten Streifen hier an. Achso, ich wollte ja gucken, dass die Hunde auch irgendwie nach innen gucken. Das ist, ja, gefällt mir besser, wenn die nach innen gucken. So, den nähen wir jetzt ganz drüber. Wichtig, wie gesagt, dass ihr vorher die Nähte entweder gebügelt oder ausgestrichen habt. So. Und wenn ihr mehrere habt, dann könnt ihr natürlich immer erst die einen Streifen annähen, danach die anderen, also dass ihr das dann so in Reihe durchlaufen lasst. Also da müsst ihr jetzt nicht so wie ich dauernd schneiden und quetschen die Nähte, sondern ihr könnt es dann so in Reihe nähen. Das ist dann einfacher und geht auch schneller. Ne? Wenn ihr dann immer bloß das Quadrat mit dem jeweiligen Streifen durchschiebt, seid ihr auch relativ schnell fertig. So, wir nähen jetzt wieder an der nächsten, dem normalen Kante weiter. Das hängt hier immer noch rum, das bleibt immer noch offen. Lege ich es wieder so an. Der Dackel soll nach innen gucken. So. Wir haben auch Stoffpäckchen zu den Hundestoffen neu gepackt. Also
falls ihr auch Hundestoffe möchtet. Die sind heutzutage als Mieterware in den Shop gewandert und Stoffpäckchen sind auch da. Also jetzt habt ihr die volle Auswahl. So, walzen wir da mal drüber, dann ist es nämlich ein bisschen glatter. Das ist wie so ein Nudelholz. Nee, ein Nudelholz hält sich das dann. So, und jetzt kommt der letzte Streifen für diesen kleinen Block. Und den nehmen wir auch ganz normal an. Der passt nämlich hier noch rein. Den nähen wir bis zum Schluss. Schön. Mein Herz quillt. Nee. Da ich im Moment ziemlich viel quillte, bin ich nicht weitergekommen bis zu diesen zwei Herzen und dem Stapel, wo ich die... Hat der da drüben liegt da. Sie redet von dem Herzquilt, den wir, glaube ich, in dem dritten Nähabend haben wir den genäht. Meine Herzen sehen immer noch so aus. ja, und die beiden haben wir ja damals genäht, ne? Aber, ja, Valentinstag ist bald, ne? Aber naja, nächstes Jahr ist er wieder. Und auch zu Geburtstagen und was weiß ich was, kann man mal Herzchen verschenken. Also mein Herzquill dauert leider noch ein bisschen. Aber da kommt immer so viel dazwischen, ne? So, also einmal den auch bis zum Ende genäht. Jetzt tun wir... Oh, die habe ich nicht. Schaut, die habe ich jetzt nicht schön umgestrichen. Jetzt habe ich sie mir... Oder? Ach nee, das gehört so. Gut, gut, gut. Das sah bloß etwas seltsam aus. So. Einmal walzen. So, und jetzt haben wir das hier auch noch angenäht und hier ist noch offen, ne? Und den legen wir jetzt hier hin und nähen ihn auch noch über den Streifen, den wir jetzt als letztes angenäht haben, fest. So. Legen wir uns hier noch einen Faden. So, jetzt bügele ich das Ganze mal mit dem Bügeleisen. Dann ist das nämlich noch ein bisschen besser und platter. Und ich bügele es immer auch gerne nochmal von der anderen Seite. Übrigens, weil ihr gefragt habt, die Filzmatten, die sind bestellt. Diese Bügel-Wollfilzmatten, die sind bestellt, die sind auf dem Weg. Da dauert bloß so um die 20 Tage, bis sie da sind. Die kommen nämlich aus den USA. So, jetzt wollte ich schon schneiden, jetzt zeige ich es euch aber erstmal. Genau, jetzt habt ihr eben diesen Block umrundet und habt immer bloß so ein Teil. Und wie gesagt, das ist das Praktische. Wenn ihr es natürlich jetzt so nebeneinander setzt, dann habt ihr auch diese Naht hier oben. Ne? Dann sind treffen diese Nähte auch aneinander und dann muss man wieder gucken, dass es passt. Aber ihr könnt ihn drehen. Und irgendwo, na, jetzt habe ich es erwischt, dass es, was ist denn hier jetzt anders? Ach so, ich habe andersrum angefangen. Na, dann treffen sie auch. Okay, habe ich auch noch nie geschafft. Gut, dann müsst ihr eben schauen, dass er die einen in die eine Richtung rum, links rum und die andere gegen, also die eine im Uhrzeigersinn und die andere gegen den Uhrzeigersinn um den Block annäht, dann passt das auch mit dem, dass die Nähte eben hier nicht so aufeinandertreffen. Genau. Weil wie gesagt, bei dem haben wir es jetzt geschafft, dass sie wirklich aufeinandertreffen.
Und da kann ich auch drehen und machen, wie ich will. Der passt immer wieder gleich mit der Naht. Und das soll man ja eigentlich vermeiden. Und deswegen einmal gegen und einmal mit dem Uhrzeigersinn. Dann passt es auch mit den Nähten. Jetzt wollte ich ja da gerade was abschneiden. Schaut, da steht nämlich ein bisschen was über. Das ist halt, ja, weil manchmal dehnt sich der eine Stoff ein bisschen mehr. Oder ich habe da irgendwie, ja, bin ein bisschen verrutscht. Deswegen kann man, das nennt man auch Trimmen, also diese ganzen Blöcke, wenn ihr so Blöcke genäht habt, nehmt da am besten immer noch einmal euer Lineal. Da gibt es ja auch dann die kleineren Lineale. Mich hat auch mal jemand gefragt, warum es so viele Lineale gibt. Ma, was macht die Filzmatte besser? Ah, erkläre ich gleich. Kann man die Fließplatte waschen? Nein, die Filzmatte waschen. Ich denke mal, weil es ja Wollfilz ist, man könnte es jetzt in der Wanne vielleicht ein bisschen durchschwenken. Aber in die Waschmaschine würde ich sie jetzt nicht geben. Ja, was ihn besser macht, erkläre ich gleich. Also, mich hat mal jemand gefragt wegen den Linealen, warum es so viele gibt. Ja, weil es für jeden, ja, für jede Arbeit irgendwie ein Lineal gibt, was es einem irgendwo leichter macht. Und ja, da würde ich jetzt, das passt jetzt zum Beispiel ja da nicht, weil das ist 15 mal 15 und der Block ist am Schluss mit Nahtzugabe, wenn man fertig ist mit dem Annähen der Streifen, ist der 17,5 mal 17,5. Und schlussendlich, wenn man dann einnäht, ist der Block dann 16 mal 16, weil 1,5 nähen wir ja weg. 1,5 ist ja rechts und links die Nahtzugabe. Ja, also ihr nehmt jetzt praktisch irgendein Lineal. Ich würde jetzt mal, ja gut, man kann den kleinen auch anlegen, weil wir wollen ja bloß die Streifen kürzen. Schaut her, wenn ihr jetzt hier, muss ich mir, da. Wenn wir jetzt hier anlegen, dass der Streifen hier mit dem Lineal, also irgendeiner Linie oder der Kante, bündig liegt, dann kann man da schön den Überstand wegschneiden, dass die Blöcke dann halt alle schön rechtwinklig und gerade sind. Genau. Jetzt nehmen wir doch noch mal dann einen. Was haben wir denn jetzt? Ich habe schon zwei solche und jetzt nehmen wir dann noch mal einen solchen, weil dann kann man das auch mal ein bisschen besser darstellen, wie das ausschaut, wenn das dann mehrere aneinander werden. Hierfür brauchen wir wieder vier solcher Streifen. Und jetzt passe ich dann mal auf. Jetzt nähe ich also gegen den Uhrzeigersinn. Nähe ich jetzt die hellen und die roten mit dem Uhrzeigersinn annähen. Dann klappt das auch mit den Übergängen. Die Wollfilzmatte, was die besser macht. Also ich finde einfach, wenn man die, ja, ich habe sie ja, wie ihr seht, auf dem Bügelbrett liegen. Ich finde, das ist irgendwie ja fester der Untergrund, weil das Bügelbrett an sich gibt ja immer ein bisschen nach. Und durch diese Bügelmatte ist es irgendwie wenn fester und die Sachen werden dann auch irgendwie, die Sachen, die man bügelt, werden dann auch irgendwie ein bisschen ja, besser gebügelt. Also die, ja, werden glatter. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Ich kann es euch nur sagen, dass es so ist. Aber warum? Ja, das ist die große Frage. Ja, keine Ahnung, weil die Wollfilzmatte halt einfach so starr und stabil ist, dass sie einem den Druck vielleicht vom Bügeleisen gut drauf machen lässt und dass es deswegen dann gerade wird, besser gebügelt wird. So, also wie gesagt, ich mache jetzt die Weißen gegen den Uhrzeigersinn und lasse wieder unten am Anfang, also am ersten Streifen, 2 cm circa offen. Man kann auch 3 machen. Das ist ja jetzt eigentlich egal. So, dann tun wir hier die Naht
wieder auseinanderstreichen. Ich rolle wieder noch ein bisschen drüber von beiden Seiten, dann geht es auch besser. So. Jetzt, wie gesagt, wir haben den hier offen gelassen und nähen jetzt den anderen über den gerade genähten und das Quadrat an. Vernähe immer. Ich weiß, dass es im Grunde genommen nicht sein muss, weil wir ja schon wieder drüber nähen. So, mache ich mal ein bisschen schneller, damit wir gleich noch ausführlich über die Fliese sprechen können. Und hier steht mein einer Streifen jetzt auch ein bisschen über. Wie gesagt, das trimmen wir dann nachher zurück. So, das war jetzt immer dann bündig. Und passte über den gerade genähten und über das Quadrat dran. Ich streife die Nähte auseinander. Man könnte sie auch umbügeln. Aber mir gefällt es jetzt besser, wenn sie auseinander sind. So. Und den letzten noch. Und da müssen wir schauen, dass wir das Stückchen ein bisschen rausklappen und dabei aber diesen Streifen nicht mit annähen, der offen bleiben soll. So, da. Ich finde es eine gute Sendung. Ja, das außerdem ist die Filzmatte ein guter Ersatz, um kleine Sachen am Tisch zu nähen. Zu bügeln. Das außerdem. Aber wie gesagt, für mich ist es irgendwie, die hilft mir, das Ganze glatter zu kriegen. So. Jetzt habe ich den Streifen, der vorhin offen geblieben ist, auch nochmal mit angenäht. Jetzt den Rest eben zugenäht über den letzten Streifen. Und ich bügele es nochmal, dann zeige ich es euch. So. Ich bügele es auch immer gern von beiden Seiten, also erst die Nähte auseinander und dann nochmal von oben. So, da sind die Wuffis und na, ich tue sie jetzt mal an die Wand machen. Da verdrehe ich euch mal mit her. So. Also. Seht ihr die da? Ja. So, meine Wand, meine Design Wall. Na, der. Hierher. Und den hier unten hin. So. Gut, ne? Der Faden steckt mal drunter. Also so wird das dann. Und es bekommt irgend so einen netten Effekt, finde ich. Also dieses, wenn dann noch mehrere werden, sieht, finde ich, ja ganz süß aus. Und das, ja, mit zwei Stoffen hat das Auge halt irgendwie ein bisschen leichteres Spiel. Also da ist nicht so wirr. Genau. Also wie gesagt, das eine dann in die eine Richtung annähen und die anderen in die andere Richtung. Dann sieht man auch hier jeweils die Übergänge nicht.
Also die Übergänge müssen sich dann nicht genau übereinander passen. Und ja, jetzt ist die große Frage, was für ein Vlies tun wir rein? Also bei uns im Laden, wir haben die ganzen Sachen von Freudenberg, von Flieseline und was habe ich noch? Mathilda habe ich noch. Das ist auch ein Vlieshersteller. Ach, warte mal, mein Bügeleisen ist nochmal. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Vliese. Also es gibt Naturfasern. Was ist deine Designwand gemacht? Das erkläre ich auch gleich. Genau, also es gibt Naturfasern und es gibt Polyesterfasern, dann gibt es das Ganze in verschiedenen Stärken. Die Naturfaser, die kann natürlich nicht so bauschen wie ein Polyester, weil das Polyester natürlich ja, künstlich ist und deswegen sehr hochbauschig sein kann, was bei der Naturfaser nicht ist, weil die Baumwollfaser, die kann jetzt nicht so aufbauschen wie ein Polyestervlies. Deswegen ist jetzt zum Beispiel auch, wenn man jetzt sagt, man näht aus diesen Blöcken eine Babydecke. Viele Muttis wollen ja, dass das Kind dann auf einem sehr, sehr dicker Decke liegt oder dicker Decke sitzt, weil wenn es nach hinten umkippt, dann soll es möglichst gepolstert sein. Das ist jetzt dann immer so ein Spiel zwischen, kannst du die Nähmaschine noch nähen und ja, wie dick soll es denn sein? Weil das ist nämlich, also wir haben Polyestervliese, weiß nicht, seht ihr das? Das ist so ein richtig, ja. Das ist so ein richtiger dicker Brocken. Und das ist also das stärkste Polyestervlies. Das habe ich einen Ticken dünner. Also hier das Muster, das ist ein bisschen dünn geraten. Das ist das, was wir im Laden haben. Weil das hier, das wäre das P250. Also das haben wir nicht im Laden, weil ich der Meinung bin, dass das zu dick ist für die normale Nähmaschine. Und man kann es gerne versuchen, bloß die Nähmaschinen, die sollen ja auch länger halten und je mehr man sie beansprucht, desto ja, eher kann es passieren, dass sie irgendwie kaputt gehen. Und deswegen haben wir das P140, das ist bei uns das dickeste. Das ist, wie gesagt, das ist normalerweise 2 cm dick und das ist ausreichend für die Babydecken. Für Erwachsenen habe ich es jetzt einmal genommen und da ist das Problem, wenn man das quiltet, lenkt diese Struktur, weil es so hochbauschig wird, lenkt die Struktur von dem Quilten dann auch noch vom Patchwork-Muster ab. Also ich hatte einen Quilt, das war so ein, oh Gott, Storm at Sea, Dankeschön, oh Gott, ach, Hirn, also Storm at Sea, das ist ein Quilt, der mit ja, Quadraten, Dreiecken genäht wird und wo der Effekt dann da ist, dass das so eher ein bisschen rund ausschaut. Also ihr könnt es mal googeln. Storm at Sea ist ein bekanntes Quiltmuster. Sehr, sehr schön. Aber die Kundin und ich, wir hatten uns leider da nicht ganz so drauf verständigt. Oder ich hatte es auch noch nicht wirklich so, ja, so heftig erlebt, dass das Vlies so mir eine Struktur gegeben hat durchs Quilten, dass dann das so vom Quiltmuster abgelenkt hat. Und das war ein bisschen schade. Aber naja, da hatten wir beide Schuld dran. Sie wollte das dickste Vlies, das wir haben. Und ja, ich habe halt nicht Nein gesagt. Jetzt weiß ich's. Das nächste Mal werde ich es aber raten. Man lernt ja leider auch immer erst, oder man lernt Gott sei Dank immer aus manchen Sachen. Und bloß manchmal ist einer halt der Leidtragende. Die Kundin hat es mir jetzt nicht übel genommen. Der Beschenkte, der fand es gut. Und das ist ja dann die Hauptsache, wenn der Beschenkte da zufrieden ist. Also wie gesagt, deswegen das P140 ist bei uns das Höchste. Jetzt schaue ich mal, was es für Fragen. Da war was. Ein Vlies für eine Picknickdecke. Ja, für eine Picknickdecke würde ich jetzt einfach, ich würde sagen, die wäscht man oft.
Weil man sie ja auf den Boden legt, aufs Gras legt. Also würde ich ein Polyestervlies nehmen, weil die eben am strapazierfähigsten sind und da kann man es auch ohne Probleme dann immer in den Trockner tun. Und eine Picknickdecke muss ja, finde ich, jetzt nicht allzu dick sein. Und deswegen würde ich das normal dünne, das ist bei Freudenberg, also bei Flieseline, ist das das 281er. Das ist 100% Polyester. Und 150 cm breit. Und für eine Picknickdecke, ja, kommt drauf an, ob man es für eine ganze Familie braucht. Dann muss man es, man kann diese Fliese auch, wenn man sie aneinander legt und wenn dem Zickzack drüber geht, kann man diese Fliese auch erweitern. Also wir könnten diese 1,50 jetzt auch auf 3 Meter erweitern, indem wir halt einfach die 1,50 Stoß an Stoß legen und dann mit dem Zickzack drüber gehen, dann haben wir die da vergrößert, aber für solche Fälle habe ich jetzt auch noch andere Fliese im Laden. Die wären dann 2,44 bis 2, ja, 2,50, glaube ich sogar, ist das breiteste. Genau, also wie gesagt, Picknickdecke würde ich jetzt nicht so hochbauschig nehmen. Natürlich kann man das Hochbauschige nehmen, das P140. Weiß ich nicht, müsst ihr gucken, was er von der Bauschigkeit her braucht. Aber ich finde, es reicht, das 281er. Wir haben zum Beispiel eine Stranddecke von Urlaub und da ist auch das 281er drin. Und das ist gut, man sitzt da auf Sand, aber also, ich würde sagen, da ist ja auch kein großer Unterschied zwischen Sand und Wiese. Wiese ist ja eigentlich auch weich. Genau, danke für die schöne Idee, das mit den Streifen, die alle gleich Länge haben, werde ich probieren. Ja, gerne, gerne. Kannst du die Nummer der Fliese sagen? Ja, genau. Also die Fliese haben, ja, genau, sage ich ja. Genau. Ja. Gut, also weiter geht's. Was haben wir? Wir haben, wie gesagt, das P140. Das ist ein Polyestervlies, auch 1,50 breit. Das ist dieses, wo ich gesagt habe, für die Babydecken. Das ist das Stärkste, was wir haben. Danach kommt das 2,95er. Das ist auch ein Polyestervlies. Das ist ein bisschen feiner und ein bisschen weicher als das P140. Ist ein bisschen feiner gearbeitet, aber ist ein Ticken dünner. Also ich würde jetzt mal behaupten, ich messe mal. Manche wollen immer Zentimeter wissen. Ich kenne bloß die Nummern. Das hat so 1 Zentimeter Höhe. Das wäre das 295er. Das 295er ist halt für die, die sagen, mein Kind kriegt sowieso ein Kissen hin in den Rücken, also wenn es umfällt, fällt es aufs Kissen. Und dann ist es 295er auch schön. Wo kann man diese Muster? Die gibt es leider nur für mich, glaube ich zumindest. Also ich wüsste nicht, dass Freudenberg die jetzt auch noch hergibt, aber ich habe zumindest ein paar von den beschriebenen ohne Muster, wo halt drin steht, welches Vlies für was, mit ein paar Beispielen. Wartet. Habe ich doch eigentlich extra mitgenommen. Das da. Also, das ist das gleiche Teil, bloß ohne, ja, mit mehr Beispielen und ohne Muster. Aber da habt ihr zumindest beschrieben, was für was gut ist. Und die kann ich euch als Musterkarten, kann ich die euch mitgeben, wenn ihr möchtet. Also wenn ihr im Shop irgendwann bestellt, dann schreibt einfach ins Mitteilungsfeld, ihr möchtet eine Musterkarte von den Fliesen, also eine Musterbroschüre. Und wie gesagt, das sind die ganzen Bilder und hier unten ist immer erklärt, für was das Vlies ist, wie stark es ist, wie man es waschen kann und so weiter. Also wie gesagt, das sind jetzt keine Musterstücke drin, aber das ist auch ganz, ganz gut, weil da schaut man einfach, was will man nähen und dann schaut man, was für eine Nummer das Vlies hat. Mit Mustern wüsste ich nicht, dass es noch rausgeben. Ja, wenn, dann müsst ihr euch mal selber an Freudenberg Flieseline wenden. Vielleicht bekommt man da ja eine. Also ich bekomme im Moment für die Kunden nur ohne Muster, also mit Beschreibung. Lalabam, bam.
Genau, das 295er kann man wunderbar mit der normalen Nähmaschine nähen. Also da passiert gar nichts, da zicken die Nähmaschinen nicht rum. Und ich habe es auch schon ohne Obertransporteur genäht, also ohne diesen Fuß, der oben nochmal über den Stoff drüber schiebt. Weil das haben ja auch nicht alle Maschinen. Und da habe ich das 295er auch wunderbar nähen können, ohne dass sich der Oberstoff irgendwie großartig verschoben hätte. Nach dem 295er haben wir das 281er. Das ist dünner. Was haben wir denn hier? Wir messen wieder oder ich messe wieder. Das ist circa einen halben Zentimeter. Und das 281er, also das ist, finde ich, immer für alle, die nicht ganz so frostbeulig sind. Und ich habe es eigentlich, früher habe ich es in alle, bis ich irgendwann auf Baumwolle umgestiegen bin als Lieblingsvlies. Aber ja, also wenn man was Strapazierfähiges will für normale Sofadecke ohne, wie gesagt, viel Wärme, also wenn man nicht ganz so frostbeulig ist, dann ist es 281er in Ordnung, da braucht man dann nicht mehr. Ach, Olga, du hast eine mit Mustern im Stoffladen bekommen? Anscheinend. So verstehe ich das zumindest gerade. Ah ja. Ja, ich kann ja, wenn ihr möchtet, kann ich ja mal bei Freudenberg anrufen morgen und kann mal fragen, ob sie diese Musterlaschen noch mit Mustern haben. Werde ich tun. Mache ich. Habe ja morgen meinen Bürotag. Schreibe ich mir aber auf, sonst vergesse ich. Wartet mal. Mal nicht auf dieses Teil. Tatam. Ja, wenn ich mir nichts aufschreibe, vergesse ich alles. Also, Broschüre mit Mustern. Ja, ich weiß, die sind gut. Ich frage nach, vielleicht kriegen wir ja mal einen Karton. Wenn sie die schon freiwillig hergeben, vielleicht geben sie die anderen dann nach Nachfragen mit. Schauen wir mal. Kaufen tun wir ja genügend bei denen, ne? Wie gesagt, ich habe nur diese Marke und die Matilda, weil die Matilda hat auch noch Fliese in einer breiteren Breite als Freudenberg. Und ja, wie gesagt, ich frage nach und dann gebe ich ja Bescheid, was dabei rausgekommen ist. Gut, was hatten wir? Wir hatten das 295er, dann das 281er. Dann haben wir das Cotton Mix. Das ist mittlerweile mein Lieblingsverlies. Und das Cotton Mix ist auch hier hinten. Also das Cotton Mix ist 80% Baumwolle, 20% Polyester und ist 244 breit. Das ist wunderbar für ja alle Quilts, weil 244 breit, also im Normalfall macht man die Quilts ja nicht länger. Also ich habe jetzt noch keinen Quilt. Gut, doch, habe ich. Einer war mal 3 Meter auf 3 Meter. Aber gut, die normalen Quilts, die wir so fertigen, sind im Normalfall nicht länger wie 220, 230. Also da ist das 244 Breite ist schon eine gute Breite. Und ja, die habe ich dann, hat mein Mann mir ein Gestell gebaut, weil man kann jetzt mit diesem Baumwollvlies, dadurch, dass bei der Baumwolle ja die Fasern immer ein bisschen hoch stehen, kann man da einfach die Stoffstücke dran, ja, kleben jetzt nicht, also dran drücken und dann bleiben die da. Also die fallen da nicht mehr runter. Deswegen ist entweder, wie gesagt, so ein Baumwollvlies oder man kann auch einen Flanellstoff nehmen. Aber ja, man kann diese Teile dann über die Tür hängen, wenn man jetzt nicht ein direktes Nähzimmer hat, sondern nur irgendwie im Wohnzimmer näht. Dann kann man beim Nähen eben das über den Schrank, über die Tür hängen und dann immer sich die Sachen mal zur Probe, wenn man nicht am Boden rumkraxeln will und die Knie da ja wehtun möchte, um zu schauen, wie es ausschaut,
kann man diesen Designvorschlag, den man sich da kreiert, dann an diese Wand machen. Mein Mann war so lieb und hat mir ein Gestell gebaut und hat hier unten drunter auch nochmal Styroporplatten drunter gemacht, weil erst hatte ich nur ein Gestell und dann, ich weiß gar nicht, hier sieht man es, ne, das Dunkle ist ein Holzrahmen und dann ist es hier immer so lapprig gewesen. Also das war nur eben überzogen mit dem Baumwollvlies. Und ja, das ist unangenehm, wenn man das hindrücken will und dann drückt man dauernd so durch. Und dann war er so lieb und hat es nochmal runtergemacht und hat die Styroporplatten mit meiner Tochter, meine Tochter hat geholfen, hat die Styroporplatten noch dahinter gemacht. Also hier ist die Luxus Design Wall, hat er mir gebaut. Ja, lieb von ihm. Genau, also wie gesagt, ihr könnt ihr könnt es auch einfach so an die Wand machen. Es braucht jetzt keinen Untergrund. Das Vlies, ihr könnt es auch einfach an die Wand nageln. Und ja, wie gesagt, Baumwolle ist gut. Das wäre im Shop das 279er Cotton Mix. 279. Oder ihr könnt, wie gesagt, Flanellstoff verwenden. Da haben wir jetzt keinen mehr, weil im Moment ist keine Flanellzeit. Also die ist schon wieder rum. Doch, wir haben Charmpacks noch als Flanell. Ja, gell, toller Mann. Aber der hat bestimmt, wenn dein Mann zwei linke Hände hat, hat er bestimmt andere Vorzüge. Ja, die Design Wall ist ein sehr sinnvolle Errungenschaft in meinem Nähzimmer. Also, und ihr seht, die Kotten, die sind ein bisschen Naturfarbe, ne? Das da oben drüber ist ein Sojamix. Den habe ich jetzt nicht im Laden, also kann ich auch nicht so wirklich sagen, was er macht. Und ja, keine Ahnung. Er fühlt sich sehr in sich fest an. Also in sich fester sogar noch wie das Baumwollvlies. Wäre mal Probe wert, den zu bestellen. Ja, ein Bettlaken aus Flanell reicht auch, genau. Mit Keilrahmen und Polyestervlies funktioniert auch. Ja, genau. Ich sage ja, man hat. Ja, der Cotton Mix ist, also wie gesagt, mein Liebling, der Cotton Mix. Ja, die lieben Männer. Was würden wir ohne sie tun? Meiner geht früh über mit dem Hund. Möchte ich nicht. Da sitze ich dann immer noch in der Küche. Aber dafür gehe ich ab. Da will er nicht mehr. Genau. Also die Naturfasern, die sind hier, wie gesagt, in Naturfarben. Dann haben wir nämlich auch noch ein Baumwollvlies, ein reines Baumwollvlies von Freudenberg. Und das ist weiß. Also da meint man immer, man langt auch immer erstmal hin an die Rolle und denkt sich, oh, die nehme ich, die will die Kundin. Und dann denkt man sich, irgendwie fasst sie sich komisch an, weil sie fasst sich schon ja eher wie Baumwolle an. Und ja, ist aber weiß. Also wahrscheinlich haben die gebleicht, keine Ahnung. Weil sonst kann ich es mir nicht anders denken, warum Baumwolle plötzlich rein weiß ist. Aber es ist Baumwolle, das ist das 277. Das Cotton ist 1,50 breit und eigentlich auch ein sehr schönes Vlies, auch zum Handquilten, falls ihr das mal macht, ist das Cotton super geeignet. Dann für alle Wollfreunde, es gibt auch ein Wollvlies, das ist 70% Wolle, 30% Polyester. Und ja, also das ist jetzt schön, aber nichts für Babydecken, weil ja, es ist halt Wolle und es ist nicht so strapazierfähig. Für Babydecken empfehle ich immer wirklich das Polyestervlies, weil diese Babydecken, die wäscht man so oft. Und ich fand es auch, wenn meine Kinder klein waren, immer toll, wenn ich die Dinger in den Trockner hauen konnte. Und dann waren die schnell wieder in Gebrauch. Und alle Naturfasern geben da halt irgendwann schneller ihren Geist auf wie die Polyesterfasern. Da sind die Polyesterfasern einfach strapazierfähiger.
Genau, also Wollmix ist dann was für die Erwachsenen Sofadecken oder ja, Behang wäre ein bisschen schad, aber kann man auch nehmen. Das Wollmix ist 1,50 breit. Dann weiter oben, dann kommen wir jetzt schon in die Tischdecken-Variante. Ihr seht, das ist schon durchscheinend. Das ist das 249. 249, das ist auch ein reines, halt, ja, ein reines Polyestervlies, also eine reine Kunstfaser, ist 1,50 breit, also wunderbar, wenn ihr eine Tischdecke näht und ein leichtes Vlies wollt und das Einzige ist, es ist nicht aufbügelbar, bei der Breite ist es auch schwierig, das gut aufzubügeln, deswegen die breiten Vliese, da haben wir nur eins. Das ist beidseitig aufbügelbar, aber dazu komme ich noch. Also da ist das 249 gut für die Tischdecken. Müsst ihr dann halt entweder heften oder mit Sprühkleber oder mit Sicherheitsnadeln oder ihr gebt es zum Longarmen. Also genau, alles was nicht aufbügelbar ist, müsst ihr euch dann halt irgendwie anders behelfen. Genau, 249 gibt es eigentlich nichts mehr. Ja gut, das ist vom Sinn her das 281er, bloß wie gesagt, sehr dünn. Also man kann schon fast durchschauen. Es ist eine ganz leichte Verstärkung für die Tischdecken. So, dann, wo sind wir denn? Wo ist denn das, wo ich hin will? Na, weil dann haben wir noch aufbügelbare Vliese. Das wäre das H630 und das H640, die aufbügelbaren Volumenvliese. Ich suche immer noch, ich finde irgendwann. Na, sind die nicht in meinem Musterbuch? Ah, hier. Hier. So. Mit was fangen wir an? Das H630 von der Stärke her ungefähr so wie das gerade eben von diesem, wo ich gesagt habe, Tischdeckenvlies. Es ist bloß nicht ganz so durchscheinend. Ja, ihr seht es ein bisschen, ne? Hier oben sind wir. Ich dachte schon gerade, weil das beidseitig ist. Also, Entschuldigung, H630 ist von einer Seite aufbügelbar, auch schön dünn, ist 90 breit, ist auch ein Polyestervlies und ich nehme das immer gerne für so kleine Körbchen. Hatte ich ja auch bei diesem Charmpack-Körbchen, was wir genäht haben. Da habe ich auch das H630 rein, weil es einfach ein leichtes Vlies ist, das nicht allzu viel Stand gibt. Ist gut für Tischläufer, Tischsets, diese Mugrugs, also diese kleinen, so kleine Becheruntersetzer. So kleine Tassenuntersetzer oder auch wenn ihr die runden Tassenuntersetzer macht, da ist das H630 wunderbar zum Aufbügeln. Also da, ja, habt ihr einen schönen Stand, aber es purzeln die Gläser nicht um, weil zu viel Volumen da ist. Also das ist schon für kleine Täschchen und Untersetzer und Tischsets und Tischläufer ist das sehr geeignet, das H630. Danach die Stärke stärker ist das H640, ist auch einseitig aufbügelbar. Und das H640, das ist, ja, ich nehme es immer gern für Kissen, weil ich meine Kissen, wenn ich mache die wirklich wie so ein Quilt-Top. Also ich nähe erst den Block, so wie jetzt hier zum Beispiel, wenn man aus diesen Blöcken hier so ein 40x40 Kissen, mal angenommen, die wären 20x20. Wenn man jetzt da so ein Kissen machen würde, würde ich jetzt das H640 dahinter bügeln und da dahinter dann noch meinen Rückseitenstoff nehmen und das dann quilten und dann erst den Verschluss, sei es mit Reißverschluss oder Hotelverschluss oder Knöpfen oder was auch immer, das Kissen dann schließen. Also ich mache wirklich dieses Vorderteil vom Kissen wie ein Quilt praktisch. Und da tue ich eben das H640 rein, ist auch 90 breit. Also würde man zwei 40er Kissen wunderbar auf die Breite kriegen. Dann haben wir noch eins, also wer wirklich von beiden Seiten aufbügeln möchte. Das ist auch so wie das Tischdeckenvlies, das dünne, also das 249er.
Da gibt es das Aufbügelbare, das ist das HH650. Das ist von beiden Seiten aufbügelbar. Das bedeutet aber, dass ihr wirklich gut hinlegen müsst. Also ihr könnt jetzt nicht den Rücksängerstoff hinlegen, das Vlies und das obendrauf. Ihr müsst schon immer gucken, dass das dann alles auch glatt ist, weil wenn ihr bügelt, dann klebt es von beiden Seiten. Das ist gut für, ja, also ich finde es auch mal schön, wenn man jetzt so einen Tischläufer hat oder eine große Tischdecke. Da muss man halt vorsichtig sein, bügeln und gut schauen bei einer großen Tischdecke, weil das ist 1,50 breit, falls ich es vergessen habe zu erwähnen. Also 1,50 breit ist dieses beidseitig aufbügelbare HH650er. Und ich finde es auch schön bei Tischsets, dann ist alles so kompakt zusammen. Wenn man diese 30x40 cm Tischsets macht und das von beiden Seiten aufbügelbar, hat man alles in einem, hat man keinen schlackrigen Rückseitenstoff noch beim Quilten. Also da ist das eigentlich auch immer ganz gut. Von der Stärke, wie gesagt, ich würde behaupten, ein Ticken weniger wie das H630. Also so ein leicht. Also man kann schon gar nicht wirklich messen in Zentimeter, aber wenn ich so drauf schaue, ist es ein Ticken weniger. Ja, was haben wir noch für Vliese? Wir haben unter anderem noch das Style Fill und das Style Fill Fix. Also das Style Fill, das ist ja so ein Schaumstoff, das hat einen Schaumstoffkern, ist ein Schaumstoffvlies. Ist 72 cm breit. Keine Ahnung warum. Die eine sind 90, die andere 150 und hier haben sie mal 72 gemacht. Also ist 72 cm breit und ist super für Taschen. Ich schaue gerade, aber ich habe keine da. Hab dazu aber schon öfter mal Videos gemacht. Also die kann man wirklich zusammenknautschen, lässt sie los und sie stehen wieder auf. Also das ist hier auch so. Seht ihr das? Das floppt wieder, wenn es nicht unten eine Falte macht. Also das floppt wieder total zurück in seine Ursprungsposition. Deswegen, wir haben auch den dicken Sammler. Das ist eine Nähanleitung bei uns. Haben wir draus genäht. Und das ist so ein runder Korb. Und da kann man alles Mögliche reintun. Der ist durch dieses Style Fill total stabil. Also der steht wirklich von alleine. Da fällt auch nichts zusammen von den Rändern, weil der hat einen ziemlich hohen Rand und dann eine runde Bodenplatte. Und ja, den kann man auch zusammenknüllen. Und wenn man ihn loslässt, dann springt er wieder auf. Also dazu ist dieses Style Fill super. Es ist für Taschen super, weil die einfach einen richtig guten Stand geben. Also ich bügel auch gern das H640 mal in Taschen, die jetzt nicht ganz so standstabil sein müssen, sondern ja auch mal umfallen dürfen. Also ich habe hier auch aus dem Abo gab es damals die Anleitung für die Walli. Die Walli ist eine Tasche, eine Einkaufstasche. Und da ist jetzt das, ich glaube, das H640 dürfte da drin sein. Und ja, die steht auch so. Also die ist jetzt da nicht, fällt nicht zusammen in sich, aber das liegt auch an der Form der Tasche. Also es gibt ja andere Henkeltaschen, die dann immer so in sich zusammenkrachen und da ist dieses Style Fill super dafür. Das gleiche hat auch noch eine Klebeseite. Das heißt dann Style Fill Fix. Also das ist vom Sinn her genau das gleiche, bloß dieses Fix, es bedeutet eben, dass da eine Klebeschicht drauf gemacht wurde, dass man das eben aufbügeln kann. Und damit hat man dann eben ja noch mehr Möglichkeiten. Also normalerweise tue ich immer das Style Fill normalerweise mit Sprühkleber drauf machen. Aber es gibt es jetzt, ich weiß gar nicht wie lang, noch gar nicht allzu lang. Aber mit Corona weiß man ja sowieso nicht. Da kommt man ganz durcheinander. Ich hätte so mal gesagt, 2 Jahre, aber nagelt mich mal nicht fest. Seitdem gibt es dieses Style Fill Fix. Also gibt es auch zum Aufbügeln. Genau, das sind diese beiden Vliese mit Schaumstoffkern, die man gern für Taschen nimmt. Da gibt es, wie gesagt, die Breite 72 cm. Dann gibt es auch noch
Das Thermolam. Das Thermolam, wie es schon heißt, Thermo, ist ein in sich verfestigtes Vlies. Ich such's, ich finde es irgendwann. Vorhin war es da. Also es ist in sich so, ja, fester gemacht. Es kann jetzt nicht so schnell ausreißen. Deswegen ist das Thermolam super für Wandbehänge oder Topflappen, weil es halt auch isolierend ist. Es hat sich aus der, ja, sagen wir mal, es hat sich hier rausgeschlichen. Na gut, also das Thermolam ist ein in sich festes Vlies. Und für Wandbehänge deshalb, weil wenn man genäht hat und dann hängt dieses Ding ein paar Jahre an der Wand, kann sein, dass es sich so aushängt. Und das Thermolam ist in sich fest und deswegen hängt sich's jetzt nicht so leicht aus. Und bei Topflappen, wie gesagt, kann man das gut einnähen und dann verbrennt man sich nicht die Finger. Nee, ist fort. Dann verbrennt man sich nicht die Finger beim. Da ist es. Hat sich mittendrin versteckt zwischen den Volumenfliesen. Also das Thermolam ist nicht dick, ist weiß, ist 90 cm breit, 100% Polyester. Und ja, man kann es auch in Taschen einnähen. Die waren dadurch auch so schön griffig. Also sie kriegen jetzt nicht diesen Stand vom Style-Feel. Sie können schon noch in sich zusammenfallen. Aber das Thermolam macht es irgendwie, ja, man fasst es gut an. Also es ist eine griffige Angelegenheit dann und man kann schön quilten. Das ist auch noch eine schöne Eigenschaft vom Thermolam. Und sie haben es, früher war das nämlich auch schmäler. Also sie haben es jetzt nee, früher war es breiter. Früher war es 114 breit. Jetzt ist es 90 cm breit. Ja, was weiß denn ich. Aber der Preis ist damals günstiger geworden. Also sie haben einen nicht beschummelt. Genau. Ja, er ist nicht drin, glaube ich. Doch, doch, wie gesagt, hab ich gefunden. Auf Seite, falls du das gleiche hast, auf Seite 21 hat sich's zwischen Cotton und Woolmix hat sich das Thermolam versteckt, was immer es da soll. Ja, genau. Also das ist so. Unter anderem ein Topflappenvlies. Wir haben auch noch ein anderes Topflappenvlies. Das hat einen Silberfaden mit drin. Das ist noch mehr ja, Anti-Hitze. Aber das Thermolam reicht im Grunde genommen schon ganz gut. Wer es jetzt unbedingt richtig sicher haben möchte, der nimmt doppelt das Thermolam oder nimmt eben das mit dem Silberfaden. Und genau. Es gibt noch ganz viele andere Vliese. Aber wir haben ja die Stunde schon wieder rum. Wir können ja nächstes Mal wieder weiterreden über die Fliese. Und ich kann ja mal gucken, wie gesagt, vielleicht habe ich bis dahin die Freudenbergs mal ein bisschen bezürzt und sie schicken mir einen Karton mit Musterkarten, wo auch wirklich Musterstücke drin sind. Und schauen wir mal. Genau. Ja, also wie gesagt, ich mache euch eine Übersicht noch und das vom Täschchen kommt auch noch. Also ich hoffe, das schaffe ich bis zum Wochenende, weil wir haben nächste Woche schon wieder unsere Special Box aus dem Abo. Also alle, die den Adventskalender hatten, am 15. kriegt ihr euren Gutschein aus dem 24. Türchen eingelöst. Welches Vlies verwende ich für das Körbchen, wenn es fester werden soll? Du meinst das Körbchen, das wir letzte Woche genäht haben, wahrscheinlich. Warte. Ich habe das Vlies, das ich letzte Woche. Das Vlies. Ja,
Nochmal Weihnachten. So, ich konzentriere mich jetzt. Also für das Körbchen habe ich beim Nähen das H630 rein. Bei mir ist es leider voll. Deswegen, also hier in das, das wir an dem Abend genäht haben, ist das H630 drin. Beim zweiten Mal nähen habe ich das Style Fill rein, also dieses Vlies. Deswegen kann ich es euch hier zeigen. Also es springt wieder wirklich, es springt wieder auf. Man kann es zusammenknoten und es springt wieder in die Form zurück, wo es eben hergekommen ist, wegen dem Schaumstoff. Weil, wie gesagt, da ist ein Schaumstoffkern drin und deswegen kann man da, ich finde es immer so lustig. Deswegen mag ich das so gern. Genau, also das ist das Style Fill. Oder wenn ihr es zum Aufbügeln haben möchtet, wenn ihr nicht mit dem Sprühkleber arbeiten möchtet, nehmt das Style Fill Fix. Und dann kriegt das Körbchen einen besseren Stand und ja, kann so lustige Sachen machen. Genau. Noch Fragen, Körbchen? Genau, also wie gesagt, ich schaue, dass ich es auf die Reihe kriege mit den Anleitungen und mit den, wie gesagt, mit den Maßübersichten. Ich habe es euch ja gesagt, was es für Maße braucht oder was ihr eben braucht, wenn ihr das aus Charm Packs näht. Und genau, dann schauen wir mal als Boden. Ja, Dekophil kann man auch nehmen. Das ist wieder noch ein anderes Vlies. Da würde der Abend jetzt überhand nehmen. Bloß meine Stimme ist gerade schon ja, am Verschwinden. Und für mich war es auch ja, ein ereignisreicher Tag heute schon wieder. Im Laden habe ich viel gequiltet. Und ja, deswegen verschiebt man die nächsten Vliesbesprechungen auf nächsten Dienstag. Da können wir uns ja dann über Dekophil und Stickvlies und was auch immer noch unterhalten. Und ihr könnt euch ja mal auch Fragen überlegen. Wenn ihr Fragen zu Vliesen habt, könnt ihr die mir gerne für nächsten Dienstag schon mal schicken. Dann kann ich mir die schon mal aufschreiben und gleich beantworten. Und genau, wie gesagt, ich spurte mich mit den Anleitungen, dass ihr die in den Shop bekommt. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich gehe mal zu meinem Hundemädel aufs Sofa. Die belegt gerade mit ihrem Kopf schon meinen Sitzplatz. Wenn wir jetzt dann mal wieder auf ihre Seite, werde ich sie wieder rüberschieben. Und genau, wir sehen uns nächsten Dienstag. Da gibt's dann wieder was aus Charm Packs. Freue ich mich schon. Und genau, habt einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und euch hat's ein paar Informationen geliefert. Und wenn die Freudenbergs antworten, melde ich mich. Und dann können wir schauen, ob wir und wie viel Karten oder Broschüren wir bekommen. Und dann schauen wir mal. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.